Heute zeige ich euch alle Möglichkeiten, um euer Spiel in Roblox Studio zu testen. Also legen wir direkt los, denn heute geht es um den Test-Tab. Ihr seht, im Test-Tab ist nicht viel los, aber man kann halt ziemlich viel machen, weil es geht im Test-Tab darum, eure Roblox Places, die Experience, wie auch immer, zu testen in allen möglichen Arten und Weisen, um halt sicherzustellen, dass auch alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Dafür ist der Test-Tab in 4 verschiedene Bereiche unterteilt: Simulation, Clients and Servers, Emulation und Audio. Und die werden wir gleich alle durchgehen. Als erstes gehen wir auf den Bereich Simulation. Den könntet ihr theoretisch schon aus den anderen Teilen kennen, weil wir das in Home auch schon gemacht haben und auch in Model haben wir ein paar Mal geplaytestet. Aber jetzt gehe ich mal richtig darauf ein. In Simulation wird einfach ein Client und ein Server gestartet und dann könnt ihr testen. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist ein Client, was ist ein Server? Willkommen zu Client-Server-Modell bei Conny. Ich bastel uns dazu einmal kurz ein kleines Client-Server-Modell. Dafür baue ich uns einmal hier einen kleinen Server und natürlich Anchor nicht vergessen. Wenn ihr wissen wollt, wie man solche Sachen baut in Roblox, dann schaut euch natürlich mein Video zu dem Model-Tab an, weil mit dem Model-Tab arbeite ich gerade, um diesen Server zu bauen. Und dann haben wir hier auch einen Client. Und damit wird dann unser Client-Server-Modell erstellt. In der realen Welt sind ein Client und ein Server beide einfach nur ein Computer. In Roblox ist der Server immer ein großer Roblox-Server. Also irgendwo im Roblox-Hauptquartier oder in irgendeinem Roblox-Serverhaus, wo auch immer, stehen riesige Computer. Die habe ich jetzt einfach mal so dargestellt, auf denen die Roblox-Spiele drauflaufen. Hier passiert das ganze Backend, was natürlich geschützt laufen muss vor den Clients. Was sind Client? Clients sind auch Computer, aber in dem Fall sind das die Computer von den Spielern, die auf dem Server spielen. Für jedes Roblox-Spiel gibt es immer nur einen Server, aber es kann beliebig viele Clients geben, die auf diesem einen Server halt ein Roblox-Spiel spielen. Wenn nun ein Client, also ein neuer Spieler, sich in ein Roblox-Spiel begibt, geht er erstmal in einen verfügbaren Server rein. Der Server macht dann die ganzen Sachen, die in den Server-Scripts laufen. Über Server-Scripts unterhalten wir uns in einem anderen Video. Zum Beispiel sagt der Server allen anderen Clients, die schon drauf sind, hey, es ist ein neuer Spieler gejoint. Der Spieler erscheint dann hier oben rechts immer in den Leader-Stats. Der Server gibt den Client Möglichkeiten, im Text-Chat oben zu schreiben. Und der Server erlaubt dem Client, seinen eigenen Charakter zu spawnen und seine eigenen Accessories zu laden. Das kann der Server ihnen aber auch verbieten. Ihr könnt das alles einstellen, dass das nicht passiert. Der Client hingegen, bei dem laufen natürlich auch Lokalberechnungen. Wenn ihr Roblox spielt auf eurem Computer, auf eurem Handy, Tablet, wie auch immer, dann werden bei euch vor allem Animationen berechnet. Bei euch wird berechnet, wie sich euer Charakter im Raum bewegt und das ganze Grafische wird bei euch berechnet. Diese Information, wie sich euer Charakter im Raum bewegt und was dann animiert wird, das wird dann an den Server geschickt. Und der Server schickt das dann an alle anderen Clients, dass alle anderen Clients auch sehen, wo ihr euch befindet und wie ihr euch gerade animiert. Es gibt niemals eine Kommunikation von Client zu Client direkt, es läuft immer direkt über den Server. Es gibt natürlich auch Netzwerkprotokolle, wo es von Client zu Client läuft, das nennt sich dann Peer-to-Peer. Das haben wir bei Roblox aber nicht. Bei Roblox gibt es immer einen Spielserver, auf dem halt das Spiel läuft. Und dann gibt es die einzelnen Clients. Das sind dann halt die Spieler. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich ausgedrückt. Ihr solltet einfach nur verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Client, das sind die Spieler, und Server, das ist das Spiel. Falls ihr da was nicht verstanden habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir können jetzt auch mal weitermachen mit Playtesten. Weil wenn wir testen, dann wird in Roblox Studio einerseits der Server und auch der Client einmal simuliert. Wir drücken einfach mal hier oben auf Play. Und dann startet sich bei euch in Roblox Studio erstmal ein Client. Genauso, als würdet ihr dem Spiel beitreten, bin ich jetzt hier drin. Mein Avatar hat nicht geladen. Das liegt daran, dass API-Requests reduziert sind bei Spielen mit wenig Spielern. Und dieses Spiel hier wurde nicht veröffentlicht. Wenn ich mir einen Charakter jetzt zurücksetze, dann wird auch mein Skin geladen. Und da ist mein Skin auch schon. Und dann kann ich hier rumlaufen. Und es funktioniert alles einwandfrei. Und auch die Sachen, die auf dem Server laufen, die funktionieren hier. Zum Beispiel kann ich hier diese Tür öffnen und schließen. Ich kann hier die Lichter anmachen, das wird auch auf dem Server geupdatet. Und um zu sehen, was bei dem Server abgeht, könnt ihr hier oben immer noch auf Test gehen. Und dann auf Current Client steht hier. Dann könnt ihr raufklicken und dann steht da Current Server. Jetzt seid ihr im Server. Jetzt seht ihr das, was euer Server sieht. Also der Server, der sieht normalerweise nicht Roblox Studio. Es ist halt natürlich eine Simulation. Und hier könnt ihr euch jetzt verhalten wie der Server. Ihr habt keinen eigenen Charakter, den ihr steuern könnt, weil der Server hat keinen Charakter. Der Server, der verwaltet halt nur das ganze Spiel. Zum Beispiel sehen wir hier den Conny, der hier rumsteht. Und ihr als Server könnt jetzt sagen, okay, Conny, du kommst dorthin. Und ihr seht schon, Conny zappelt rum, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht gerade. Ich lasse ihn jetzt einfach mal los, dann gehe wieder auf Current Client und dann ist Conny hier. Und den Unterschied zwischen Client und Server zu wissen, ist vor allem dann relevant, wenn ihr an Skripten rangeht und ans Debuggen und halt wissen wollt, was passiert jetzt wirklich bei den Spielern, was passiert jetzt wirklich bei dem Server. Es ist wirklich wichtig zu wissen,
dass es da einen fundamentalen Unterschied gibt. Was ein Client hier in dem Spiel macht, das wird nicht zwangsläufig zum Server geändert. Wenn ich jetzt als Client Hacks auspacke, also ein normaler Spieler kann natürlich hier nichts machen, aber ich bin in Roblox Studio drin. Das heißt, ich habe alle Tools, die wir hier oben haben, wie auch die Model-Tools. Ich kann die auch immer noch aktivieren und dann kann ich einfach hier so ein Part verschieben und ich schiebe das hier hin als Client. Das kann ich machen und Hacker können in eurem Roblox-Spiel das auch machen. Aber wenn wir jetzt wieder oben auf Test und dann auf Current Server gehen, dann seht ihr, die Säule ist noch dort. Weil die Änderungen, die ein Client im Spiel vornimmt, werden nicht an den Server übermittelt und die werden auch nicht an die anderen Spieler übermittelt, sondern die bleiben lokal für den Client, der das gemacht hat. Das gilt dann auch für Local Scripts, die das alles ausführen. Das ist super wichtig zu wissen. Die einzigen Änderungen, die wirklich übertragen werden, sind die Änderungen am eigenen Charakter, die Änderungen am eigenen Spieler. Die werden übermittelt. Sprich, wenn ich laufe, sehen das die anderen Spieler. Wenn ich springe, wenn ich ein Emote mache, dann sehen das die anderen Spieler. Es funktioniert alles. Aber wenn ich hier irgendwas in der Umwelt manipuliere, dann passiert das nur bei mir. Ich kann diese ganze Welt auseinandernehmen. Für mich persönlich, wenn ich Hacks habe, kann ich das halt machen und dann sagen, hahaha, ich bin der böseste Hacker, hahaha, in den Chat schreiben, haha, und die anderen Spieler gucken sich dann um und denken sich, hier ist doch nichts los. Das solltet ihr schon mal bedenken, vor allem später, wenn ihr dann mit Scripts arbeiten lernt. Es gibt Local Scripts, die werden nur von einem Client ausgeführt und es gibt Server Scripts, die werden nur vom Server ausgeführt und was in Local Scripts passiert, hält sich an dieselben Richtlinien wie das, was wir hier sehen, dass ich in Roblox Studio hier alles Mögliche verändern kann, aber das ist dann nur bei mir verändert. Ich kann dann natürlich auch mich auf diese Parts, die ich hier platziert habe, hinstellen. Und wenn ich rüberwechsle zum Server, denkt sich der Server, was ist mit denen los? Da fliegt ja. So, ich glaube, ihr habt damit jetzt ein paar Eindrücke gesammelt. Das Playtesten ist natürlich auch wichtig, weil wir haben hier unten den Output. In dem stehen dann halt Informationen drin, die halt outgeputtet werden. Wenn es einen Error gibt, sehen wir hier den Error. Das ist halt fürs Playtesting da. Aber da wir noch nicht Skripten gelernt haben, werde ich darauf nicht weiter eingehen. So könnt ihr auf jeden Fall schon mal simulieren. Wenn ihr jetzt in dieser Simulation drin seid, dann können wir hier auf Pause drücken. Und wenn wir auf Pause gehen, steht da Rendering is paused for debugging. Und jetzt kann ich zum Beispiel Sachen debuggen, kann in Script Sachen ändern, kann gucken, was ist los. Ihr seht kein Bild mehr. Wenn ich zu Current Client wechsle, steht hier auch Rendering is paused for debugging. Das Spiel wurde jetzt pausiert. Das ist auch wichtig später, wenn ihr halt euren Code testet. Ihr könnt dann wieder auf Resume drücken und dann geht das Spiel einfach ganz normal weiter. Und ihr seht, es gibt hier ein paar Bugs in dem Spiel, weil Roblox ist nicht dafür gemacht, dass man einfach so mittendrin das Spiel pausiert. Und jetzt habe ich keine Animationen mehr. Das heißt, wenn ihr dann noch komplexeren Code laufen habt, dann kann es sein, dass wenn ihr auf Pause drückt, dass der Code auch komplett zerbricht. Aber das ist eigentlich kein Problem, weil das ist ja nur für diesen Test. Und im echten Spiel passiert das nicht. Aber jetzt seht ihr, so sieht ein Charakter aus, wenn das Animation Script nicht mehr funktioniert, weil das Spiel einfach zu lange pausiert hat. Und dann ist das Animationsscript weg. Ich kann mich natürlich wieder resetten. Und wenn ich mich resette, wird mein Charakter wieder neu geladen. Und dann habe ich mein Animationsscript auch wieder. Um dann den Test zu stoppen, könnt ihr hier oben auf Stopp gehen oder ihr drückt Shift und F5. Pause ist übrigens einfach nur F5 und das war's dann. So testet ihr euer Spiel ganz simpel für den Simulation-Tab. Es gibt aber noch zwei weitere Möglichkeiten, mit der Simulation anders zu testen. Einerseits, wir haben bis jetzt das Spiel getestet aus der Perspektive eines ganz normalen Spielers, der dem Spiel beitritt. Manchmal hat man aber hier hinten irgendwas verändert. Der Spawn ist ja hier. Der Spawn ist ja das hier. Aber manchmal hat man hier hinten was verändert und möchte direkt hier testen. Dann könnt ihr unter Play auf den Pfeil drücken. Und dann steht hier Play hier. Und wenn ihr auf Play hier geht, dann wird entweder der Server und der Client gestartet. Und man wird, sobald man reingespawnt ist, direkt hierhin teleportiert, wo man gerade mit der Kamera war, als man Play hier gedrückt hat. Und jetzt können wir uns den Server genauer angucken und ja, vielleicht gefällt mir dieser Farbton nicht so ganz. Keine Ahnung, warum man das testen sollte, aber ja gut. Ich gehe dann mal wieder hier oben auf Stopp. Weil die letzte Möglichkeit zu testen ist, wenn ihr hier unter Play hier mal wieder auf den Pfeil drückt, gibt es dann noch Run und das ist F8. Und Run startet einfach nur den Server ohne einen Client. Weil manchmal will man ja einfach nur sein Script testen und dafür muss man jetzt nicht unbedingt einen ganzen Spieler reinladen. Das lädt ja sehr lange, bis der Spieler da ist, bis der Charakter geladen ist, bis alles aufgesetzt wurde. Manchmal habt ihr ein Spiel, wo noch ein Ladebildschirm läuft und was nicht alles. Wenn ihr einfach nur die Server-Scripts testen wollt, geht ihr auf Run und dann laufen ihr die Server-Scripts und ihr könnt in die Konsole gucken, ah, hier wurde irgendein Asset required von einem Plugin, das ich habe. Und es wurde noch ein Asset required von dem Proximity-Prompt. Wenn das mal nicht die Conny Library ist, können wir raufklicken und ach ja, die Conny Library wurde hier required. Viel mehr steht hier bei mir im Output nicht drin. Bei euch wird der Output wahrscheinlich leer sein, wenn ihr nichts habt und keine Plugins habt. Auf Plugins werde ich dann auch in einem anderen Video eingehen. Ich glaube sogar im nächsten Video.
Müssen wir mal schauen. So, ihr könnt genauso, wenn ihr auf Run seid, wieder auf Pause oder halt auf Stopp gehen, Shift F5, dann wird es wieder gestoppt. Und wir sind fertig mit unserer Simulation und jetzt machen wir mal ein bisschen komplexere Sachen. Weil manchmal ist euer Spiel kein Singleplayer-Spiel, sondern ein Multiplayer-Spiel. Und dann wollt ihr natürlich gucken, wie verhält sich das Spiel mit mehreren Spielern. Und dafür gibt es den Punkt Clients and Servers. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, komplexere Tests zu starten. Einerseits habt ihr hier oben die Möglichkeit zu wählen zwischen Non- und Local Server. Und falls ihr Team Create angewählt habt, gibt es Team Test. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Local Server und Non ist. Beides scheint genau das gleiche zu machen. Vielleicht läuft im Hintergrund was anders, vielleicht ist es auch die gleiche Option. Ich weiß es nicht, ich konnte es auch nicht rausfinden. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Local Server, was wahrscheinlich das gleiche ist wie Non. Aber Non werde ich erstmal nicht anrühren. Und hier drunter habt ihr die Möglichkeit auszuwählen, wie viele Spieler ihr simulieren wollt. Und ihr könnt ja auswählen zwischen 0 bis 8 Spieler. Und diese 0 bis 8 Spieler könnt ihr dann gleichzeitig testen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, wir möchten das Spiel mit 2 Spielern testen. Auf einem Local Server. Und wenn ihr jetzt auf Start drückt, dann wird einerseits ein neues Roblox Studio Fenster geöffnet, auf dem der Server läuft. Und dann werden noch 2 weitere Roblox Studio Fenster geöffnet, auf denen jeweils ein weiterer Client läuft. In dem Fenster spielt ihr dann auch nicht mit eurem Charakter, sondern mit imaginären Spielercharaktern, die eine negative User-ID haben. Das werden wir uns gleich mal angucken. Ich klicke jetzt hier auf Start. Und wenn ihr das erste Mal macht, kann es sein, dass eure Firewall anschlägt. Dann müsst ihr der Firewall halt sagen, yo, diesmal erlauben. Weil jetzt wird auf eurem Rechner einen Server gestartet. Der Server ist hier. Und wenn der Server gestartet ist, öffnen sich weitere Roblox Studio Fenster für den Client. Ein Fenster hat sich jetzt auf dem anderen Bildschirm bei mir gestartet. Das ist jetzt hier. Und das andere Ding ist sogar hier im Hintergrund gelaufen. Und wir sehen, wir haben jetzt hier 2 Spieler. Ich kann tatsächlich wieder Escape und mich resetten. Und ihr seht, die haben dann tatsächlich denselben Skin wie ich. Aber hier oben rechts seht ihr, der heißt einfach nur Player. Und wenn wir ihn anklicken, steht da Player 1. Und wenn wir den anklicken, steht da Player 2. Das sind dann tatsächlich die Namen von diesen Spielern. Und wenn wir jetzt hier rechts im Explorer auf Players gehen und dann auf Player 1, dann sehen wir, der hat die User-ID minus 1. Das ist eine Besonderheit, die beim Testen vielleicht berücksichtigt werden muss, weil niemand kann eine negative User-ID haben, es sei denn, es handelt sich um so einen Test hier. Und nun könnt ihr halt das Spiel testen mit Player 1. Und mit Player 2, den ich gerade auf einem anderen Bildschirm habe. Also hier läuft Player 2 bei mir. Dann könnt ihr gucken, wie das läuft. Wir können jetzt zum Beispiel mit Player 1 wieder Steuerung 2 drücken, um auf diese Roblox Studio Tool zuzugreifen. Dann einfach mal alles verschieben, alles versauen hier. Haha. Aua. So, dann gehen wir hier hin, springen hier rauf. Oh, so raufgesprungen. Dann gucken wir, wie sieht es bei Player 2 aus. Und bei Player 2 sieht es so aus, als ob ich hacke, weil ich fliege auf einmal in der Luft, aber die Welt ist noch ganz normal. Und das ist das, was ich meinte mit diesem Server-Client-Modell. Der Client kann nur seine eigene Charakterposition übermitteln und seine eigenen Animationen. Und dementsprechend sehen wir auch, dass er fliegt, aber wir sehen nicht, dass er bei sich die komplette Welt zerstört hat und hier alles auseinandergenommen hat. Das sehen wir nicht. Gleichermaßen können wir natürlich hier auch auf den Server gehen und sehen dann hier die beiden Spieler. Da ist die Welt natürlich auch nicht auseinandergenommen und können dann hier alles machen, was ein Server-Skript auch kann. Ich kann zum Beispiel als Server diesen Zaun jetzt einfach hier hinschieben. Und wenn ich jetzt rüber wechsle zum Client, dann seht ihr, dass der Zaun jetzt wirklich hier hingeschoben wurde, wo der Server ihn hingeschoben hat. Denn die Server-Changes werden an alle Clients übermittelt, auch an Player 2. Bei dem jetzt der Zaun auch hier steht. Wenn ihr dann genug habt von euren Playtests, dann könnt ihr wieder auf Test gehen. Und dann steht hier Clean Up und das schließt dann alle Client- und Serverfenster. Manchmal nicht so zuverlässig, manchmal müsst ihr auch noch bestätigen, dass ihr das machen wollt. Wir können jetzt hier auf Clean Up drücken und das Fenster ist zu. Der Server ist auch zu. Player 2 Fenster ist aber noch offen geblieben und hier steht dann Client Initiated Disconnect. Und dann müssen wir auf Leave drücken, damit sich das Fenster auch schließt und jetzt ist auch alles wieder zu und alles beim Alten. Genauso könnt ihr natürlich auch mit nur einem Spieler oder bis zu 8 Spielern testen. Mehr als 8 geht nicht, weil früher gingen Roblox-Spiele sowieso nur mit 8 Spielern. Und es wird auch ziemlich anstrengend für euren Computer, dann mehr als 8 Roblox Studio Client-Instanzen plus den Server gleichzeitig laufen zu lassen. Die andere Möglichkeit, die ihr hier habt, ist Team-Test. Und Team-Test, wie gesagt, funktioniert nur, wenn ihr Team-Create aktiviert habt. Und ich habe in diesem Spiel extra für Team-Test jetzt Team-Create aktiviert. Zu Team-Create werde ich nochmal ein eigenes Video machen. Ich habe noch ein altes Video, das ist ein bisschen veraltet, weil da hat sich so viel geändert. Aber ich habe nicht vor, Team-Create so bald jetzt zu machen. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie man Team-Create richtig aktiviert, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn genug Leute das schreiben, wird das nächste Roblox-Studio-Lernen-Video. Ansonsten schiebe ich es weiter in die Zukunft. Und weil ich Team-Create aktiviert habe, konnte ich meinen guten Freund Roblox Studio Lernen hinzufügen und mit Team Create aktiviert, seht ihr andere Spieler, die halt Roblox Studio gerade benutzen, in Form dieses Balls.
Ich kann den natürlich auch steuern auf meinem anderen Computer. Oh, kann den steuern und das Roblox Studio lernen. Und mit Roblox Studio lernen zusammen haben wir jetzt dieses wunderschöne Spiel entwickelt und wollen das jetzt einfach mal als Team testen. Und dafür wählen wir hier oben im Test-Tab nicht Local Server, sondern Team Test aus. Und Team Test startet dann einen Team Create Test Server. Der läuft dann nicht lokal bei euch, der wird dann tatsächlich bei Roblox gehostet. Wenn ich auf Start drücke, passiert erstmal nichts. Hier unten wird alles erstmal zu Roblox gespeichert. Und bei mir öffnet sich dann ein neues Roblox Studio Fenster. So, im Roblox Studio Fenster joine ich jetzt rein und bin jetzt tatsächlich wieder Conny. Ich kann mich wieder resetten, damit mein Charakter geladen wird. Und das wär's dann. Es gibt bei mir kein lokales Serverfenster. Es gibt halt nur das Roblox Studio, das wir vorhin schon hatten, und mein Testfenster, in dem ich halt hier ein bisschen getestet habe. Und das hier ist jetzt eine Team Create Test Session. Das bedeutet, mein guter Freund Roblox Studio Lernen kann einfach selber der Team Create Session joinen und dann, wenn er gejoint ist, verhält sich das genauso, als würde er dem ganz normalen Spiel beitreten. Er erscheint hier und jetzt ist er hier. Da ist Roblox Studio Lernen. Der kann das Spiel mit mir zusammen testen, alles mögliche spielen. Er kann die Türen öffnen und das öffnet sich dann auch beim Server, können wir testen. Roblox Studio Lernen kann auch alle Lichter anmachen und dann wird es bei mir auch angemacht und wir sehen, das funktioniert. Das ist nicht nur bei ihm, sondern auch bei mir aktualisiert wird, wenn die Lichter angehen. Ich kann mich hier hinsetzen, einen auf König machen. Ich und Roblox Studio Lernen können jetzt chillen. Ich kann ihn aber auch mit der Falltür versenken, mich dann ärgern, dass er einfach hängen geblieben ist an der Kante und jetzt ist er mad auf mich. Und dann kann ich einfach dieses Fenster hier schließen. Wenn ich das Fenster schließe, habe ich praktisch das Spiel verlassen. Roblox Studio Lernen hingegen, zeige ich euch einfach mal. Der ist immer noch drin in dem Server und der Server läuft doch weiter und der kann weiter das Spiel spielen. Und ich kann dann auch wieder joinen, indem ich einfach hier oben wieder auf Join drücke und dann trete ich dem Spiel wieder bei. Das dauert dann natürlich ein bisschen, weil sich das Fenster öffnet. Ich trete wieder dem Team-Test-Server bei und lade dann so ganz langsam rein und wir können dann einfach weiter testen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass dieser Server hier jetzt natürlich die ganze Zeit auf dem Stand bleibt, wo ihr den Server gestartet habt. Wenn nebenbei dann ihr oder andere Freunde in Roblox Studio hier irgendwelche Änderungen machen, werden die nicht in eurem Test-Server übernommen. Damit ihr dann die Änderung wieder in eurem Testserver sehen könnt, müsst ihr den Server shutdown. Über den Shutdown-Server-Button könnt ihr das machen und dann wird der Server geshutdownt. Aber wenn wir jetzt auf Shutdown gedrückt haben, seht ihr hier oben steht immer noch Join. Und warum? Weil Roblox Studio Lernen noch drin ist. Roblox Studio Lernen muss auch aus dem Server rausgehen und das werde ich jetzt einfach mal machen. Und wenn er dann draußen ist, dann können wir auf den Shutdown-Server-Button drücken. Dann wird der Server komplett geshutdownt. Es dauert ein bisschen. Und jetzt steht hier wieder Start. Und jetzt, wenn wir wieder auf Start drücken, wird ein neuer Server gestartet, in dem die neuen Updates übernommen wurden. So funktioniert dann ein Team-Test, wenn ihr halt über Team Create mit einem Team zusammen ein Roblox-Spiel entwickelt und in Roblox Studio zusammen testen wollt. Dann gibt es dann noch diese Non-Option und die macht, glaube ich, halt genau das gleiche wie Local Server. Ich weiß es nicht. Benutzt einfach Local Server, weil Local Server ist wenigstens richtig gelabelt. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, was Non macht. Aber ich konnte es nicht rausfinden. So, und ihr habt damit jetzt schon mal sehr viel gelernt. Macht mal eine kurze Verschnaufpause. Wir haben jetzt gelernt, was ist ein Server-Client-Modell. Wir haben gelernt, wie man das Roblox-Spiel erstmal simpel simuliert. Wir haben gelernt, wie man mit mehreren Clients testet oder wie man ein Team Create zusammen mit seinem Team testet. Und dabei kamen bestimmt noch weitere Fragen auf, wenn ihr nicht wisst, was Team Create ist, wenn ihr nicht wirklich wisst, was jetzt Server und Client Script sind. Um Skripten geht es erst sehr viel später, wenn wir dann auch wirklich die ganze Roblox Studio Foundation gelernt haben. Wie gesagt, ich möchte in der Serie von null auf anfangen und leider ist Roblox Studio ziemlich komplex und alles greift ineinander zusammen. Dementsprechend muss ich schon Sachen erwähnen, die ihr erst später verstehen könnt. Aber anders kommen wir halt nicht voran. Wir gehen erst mal durch das ganze Interface durch, wie gesagt, Home, Model und View und Test-Tab haben wir jetzt. Neu ist der Avatar-Tab, dann kommt noch der Plugins-Tab und wenn wir damit fertig sind, dann lernen wir, was der Explorer ist, was die Properties sind, was der Viewport hier ist. Und wenn wir das alles wissen, wenn wir uns so richtig auskennen mit dem Roblox Studio Interface und mit Building, dann können wir uns um Skripten kümmern und ein bisschen komplexere Sachen lernen. Jetzt allerdings finden wir heraus, was ist Emulation? Und über den Emulation-Tab könnt ihr halt andere Geräte emulieren. Ihr könnt so tun, als würdet ihr über ein anderes Gerät oder über einen anderen Spieler spielen. Wenn ihr auf Device geht, dann bekommt ihr diesen Viewport, in dem ihr oben auswählen könnt, über welches Gerät ihr testen möchtet. Das ist einerseits gut dafür, da umzugucken, ob euer GUI richtig aussieht, die richtige Größe hat. GUI lernen wir auch noch, das ist frei für die Zukunft.
Hier können wir dann sagen, yo, wir wollen es mit dem Samsung GT 5110 lernen. Und dann sehen wir halt das und so sieht das dann hier aus. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auf dem iPhone 7 Plus zu spielen. Oder die Möglichkeit, halt auf dem PC zu spielen. Ihr könnt hier unten natürlich noch auf Manage Devices gehen und dann halt weitere Devices hinzufügen. Neues Device und dann einstellen, yo, das ist eine Konsole. Und die heißt so und so, hat diese Resolution, hat so viel Memory, hat so viel Arbeitsspeicher und können dann halt auch einstellen, yo, wie sieht's denn aus mit der Tastatur, wenn wir eine Onscreen-Tastatur haben. Das Ding mache ich jetzt aber wieder weg. So, damit könnt ihr alle möglichen Devices, halt Geräte emulieren. Hier könnt ihr auswählen Fit to Window, dass dann das Gerät in euer Viewport reinpassen soll. Oder die tatsächliche Auflösung könnt ihr dann darstellen und dann seht ihr, es hat tatsächlich eine größere Auflösung, als man vielleicht dachte. Oder Physical Size. Und Physical Size muss man dann eventuell ein bisschen anpassen, weil das dann die tatsächliche Größe des Bildschirms wäre. Hier können wir dann auf Calibrate Physical Size gehen und dann könnt ihr zum Beispiel ja einen amerikanischen Schülerausweis hier raufhalten und damit die Größe dann anpassen, um zu sagen, das ist die richtige Physical Size. Ich habe leider nichts in der Art aktuell. Ich müsste es auf jeden Fall ein bisschen kleiner machen. Ungefähr so wäre das ungefähr bei mir richtig und das wäre dann Physical Size. Ich gehe aber einfach mal auf Fit to Window. Wenn wir hier ein iPhone 7 haben, können wir das Gerät drehen und dann können wir im Hochformat gucken oder im Querformat. Und wir können dann natürlich auch testen, indem ich einfach wieder hier unten auf Run und dann auf Play drücke. Und dann wird einfach mal das Spiel auf einem iPhone 7 getestet mit begrenzten Arbeitsspeicher und mit diesem Display. Und dann sind wir hier und ich kann nicht mehr mit Rechtsklick die Maus drehen. Nein, ich muss mit Linksklick simulieren, dass ich gerade touche, um die Maus zu bewegen. Ich muss dann hiermit mich bewegen. Ich kann auch mit WASD arbeiten, weil das könnte man theoretisch auch an einem Handy machen. Wenn man eine Tastatur anschließt, würde auch WASD funktionieren. Es würde auch Springen funktionieren. Es würde auch Maus-Scrollen so ein bisschen funktionieren. Aber auch nicht so richtig. Aber so simuliert ihr halt, dass ihr an einem Handy spielt. Wunderbar. Dann gehen wir mal wieder hier oben auf Stopp. Aber Emulation ist nicht alles. Wir können das wieder schließen, indem wir auf Device gehen oder hier oben rechts auf das X gehen. Es gibt auch Player. Und was ist ein Player-Emulator? Hier könnt ihr dann so tun, als wärt ihr aus einem anderen Land oder als hättet ihr ein anderes Alter oder andere Richtlinien. Wenn wir hier auf Player drücken, dann öffnet sich das Player Emulator Fenster und hier könnt ihr dann Enable Test Profile drücken und dann könnt ihr auswählen, dass wir sagen, ich bin jetzt Albaner. Wir können aber auch sagen, nein, ich bin Araber und dann wird halt hier ausgewählt, auf welche Sprache das Spiel automatisch übersetzt wurde. Ihr könnt die Region auswählen, weil die Region, in der ihr spielt, ist natürlich auch noch relevant für bestimmten Content, der gezeigt werden darf und bestimmten Content, der nicht gezeigt werden darf. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus den Niederlanden komme und meinetwegen auch Niederländisch spreche, dann kann es sein, dass bestimmte Game-Techniken nicht mehr erlaubt sind. Are Ads Allowed würde jetzt keinen Unterschied machen, es sei denn, ihr habt wirklich Roblox Ads in euer Spiel eingebaut. Wenn ihr Are Ads Allowed ausmacht und ihr Roblox Ads in euer Spiel eingebaut habt, dann werden die Ads nicht mehr angezeigt. Is Paid Item Trading Allowed? Kann man auch ausmachen, dann geht das nicht mehr. Hier gibt es noch Is Subject to China Policies. Wenn wir das anmachen, dann ist das Spiel halt sehr viel stärker eingeschränkt. Are Paid Random Items Restricted? Und dann könnt ihr Allowed External Link References. Erlaubt ist es, extern auf Discord, Facebook, Twitch und YouTube zu verweisen. Man kann es auch ausmachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einfach mal auf Play testen gehen und das Spiel einfach testen. Please don't imitate dangerous in-game behaviors. Please proactively report. Diese Meldung habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass ich aktiv reporten soll, was abgeht. Vielleicht hat das was mit den China-Richtlinien zu tun. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Client-Server steht hier immer noch. Aber wenn euer Spiel auf der Source-Language Englisch ist und ihr englische Sachen stehen habt, dann kann es sehr gut sein, dass die Sachen automatisch jetzt auf Niederländisch übersetzt wurden. Weil genau das könnt ihr damit nämlich auch testen, die Auto-Übersetzung. Ob und wie gut das so funktioniert, könnt ihr hiermit testen. Alle Lichter an, aus, funktioniert auch alles noch wunderbar hier. Ich stelle mein Profil mal wieder auf Germanisch. Ich befinde mich in Deutschland und starte nochmal einen Test und dann möchte ich gucken, ob das da immer noch steht. Wenn das da immer noch steht, ja, bitte ahme kein gefährliches Verhalten im Spiel nach, bitte berichte proaktiv Missbrauch, bla bla bla. Das ist viel zu schnell weg, aber ich glaube, das hat was mit den China-Richtlinien zu tun, weil habt ihr das jemals gesehen? Ich nicht. Vielleicht muss das da stehen, wenn das Spiel halt in China cool sein soll. Wir können jetzt nochmal auf Stopp gehen und dann einmal die China-Richtlinien ausmachen, dann nochmal auf Play gehen und wenn wir jetzt nochmal das Spiel starten, dann steht hier nichts oben. Und das bedeutet, das ist tatsächlich eine Meldung, die ihr nur
seht, wenn ihr von den China-Restrictions betroffen seid. Interessant, oder? Wir machen Enable Test Profile wieder aus, weil wir wollen mit unserem Testprofil nicht arbeiten. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr halt gucken wollt, ob euer Spiel anständig in alle anderen Sprachen übersetzt wird. Oder wenn ihr halt wirklich Sachen, Spielmechaniken in eurem Spiel habt, die nicht überall auf der Welt erlaubt sind, um halt zu gucken, ob die richtig unterdrückt werden. Das ist alles eher Kram für die Zukunft, wenn ihr ein größeres, komplexeres Spiel habt. Dann müsst ihr euch damit wahrscheinlich auch eher auseinandersetzen. So, der letzte Knopf, den es gibt, ist Audio und da steht Mute. Und was macht der? Er mutet. Er macht den Sound einfach aus. Wenn euch der Roblox Studio Sound nervt, klickt ihr auf Mute und dann hört ihr keinen Sound mehr. Das brauche ich euch jetzt nicht zeigen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Und damit haben wir alle Möglichkeiten gelernt, um eure Roblox Experience in Roblox Studio richtig zu testen. Ihr könnt es alleine testen, ihr könnt es mit mehreren Spielern simulieren, ihr könnt es als mehrere Spieler testen und ihr könnt es auch als Team mit euren Freunden zusammen testen. Ihr könnt euer Device emulieren und ihr könnt auch euren Player und eure Lokalisation emulieren und ihr könnt die Musik ausmachen, die nicht an ist, aber ist kein Sound. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ja gut, ich zeige jetzt einfach ganz laut, klicke ich auf Mute, ihr hört nichts. Wenn ich es wieder leise mache, ihr hört ja auch nichts, weil es ist gemutet. Ich mache den Mute wieder aus und ihr hört es wieder. So, jetzt habe ich es euch auch erklärt. Das war alles, was es im Test-Tab gibt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie TeamCreate funktioniert, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Bei genug Kommentaren wird es das nächste Roblox Studio Lernvideo. Wenn nicht, dann nicht. Lasst ein Like und ein Abo da. Klickt auf das Video, das auf eurem Bildschirm ist. Bis dann und ciao!